Herzlich willkommen zum letzten Video aus der Reihe Multithreaded-Programmierung in der Vorlesung verteilte Verarbeitung. Jetzt geht es nochmal darum, wie kriege ich jetzt so einen Serveraufruf oder einen Clientaufruf, der sehr lange dauern würde, wie kann ich das in den eigenen Thread auslagern, sodass ich dann später auf das Ergebnis zugreifen kann. Machen Sie ja ganz häufig. Sie haben hier zum Beispiel so ein Event Dispatch Thread in der GUI, der macht einen Repaint und Sie wollen ja dann irgendwie so eine lange laufende Aktion in einen Worker auslagern. Wie kann man das machen? Ich stelle Ihnen hier einfach drei verschiedene Strategien vor, wobei die eine eigentlich keine Strategie ist, um das wirklich auszulagern. Das eine ist, ich mache einfach so eine Art, tue so, als ob das ein synchroner Methodenaufruf wäre. Das heißt, der eine Thread startet irgendwie eine Verarbeitung bei dem anderen Thread und blockiert so lange, bis der andere Thread mit seinem Zeugs fertig ist. Also das heißt, eigentlich ist das so eine Art synchroner Call und ich warte sozusagen auf den anderen Thread, bis er wieder joint. Zweite Strategie könnte Polling sein. Der eine Thread startet eine Verarbeitung auf dem anderen Thread und fragt den anderen Thread immer, bist du fertig, bist du fertig, bist du fertig, bist du fertig? Und irgendwann kommt dann der zweite Thread mit dem Ergebnis zurück. Das kann man sich hier vielleicht beim Thread 1 so eine Art Endlosschleife vorstellen, die noch andere Dinge tut. Und bei jedem Schleifenumlauf pollt er wieder den zweiten Thread, ob der schon fertig ist. Also Polling wäre eine Strategie. Die dritte Strategie wäre, dass man eine Callback-Methode vorsieht. Das heißt, ich starte eine Verarbeitung auf dem Thread und sehe irgendwas vor, was nach der Verarbeitung aufgerufen wird. Also um zum Beispiel die entstandenen Ergebnisse wieder zurückzulegen in diesen gerade gezeigten Event Dispatch Thread. Wichtig dabei ist nur zu wissen, dass dieser Callback von dem Thread hier tatsächlich in dem Thread ausgeführt wird und nicht in dem Thread 1. Also das waren jetzt so drei verschiedene Verfahren, die werde ich Ihnen gleich alle vorprogrammieren, wie man eine Verarbeitung bei einem zweiten Thread beauftragt und der zweite Thread produziert ein Ergebnis und dieses Ergebnis will ich weiterverarbeiten. So, und das schauen wir uns jetzt mal im Code an. Und zwar verwenden wir dafür die Futures aus Java. Ich habe jetzt hier wieder versucht, so einen langsamen Server zu emulieren. Einfach Very Slow Server und der hat einen Very Slow Server Call und der braucht 10 Sekunden. Also um mal wirklich so eine ganz lange dauernde Anfrage zu simulieren an irgendeinen Server. Das heißt, immer wenn ich Very Slow Server Call aufrufe, dann blockiert das ganze System 10 Sekunden lang. So, und jetzt baue ich das als Beispiel auf. So, und jetzt machen wir hier den Very Slow Server Call drin. String result gleich new Very small source server, very source server call, question. Sozusagen. Also, ihr kriegt irgendwie einen Parameter übergeben, dieser very slow server call. Der kommt dann irgendwie mit dem Ergebnis zurück und dieses Ergebnis geben wir dann noch aus sout server plus result. Wenn wir das mal starten, das tue ich jetzt hier mal, dann kriegen wir natürlich hier relativ zügig die Ausgabe starting. Und dann dauert es natürlich diese 10 Sekunden lang, bis der Very Slow Server Call durch ist und er uns dann Server Slow Question schickt. Also, wir haben hier Question übergeben, da klebt ja noch ein Slow davor und gibt es aus. Und jetzt blockiert uns natürlich dieses Very Slow Server den Server die ganze Zeit. Und jetzt wollen wir natürlich die Ausgabe irgendwie geschickt auslagern. Das heißt, dieser Very Slow Server Call, der soll jetzt natürlich ausgeführt werden in dem eigenen Thread und das heißt also, die Zeile hier, die soll jetzt in den eigenen Thread rein und hier ist der Nachteil, wir müssen das Result da rauskriegen irgendwie. Also das heißt, wir können sich einfach ein Runnable verwenden. Dazu müssen wir ein Callable nehmen. Das machen wir jetzt mal. Callable, der soll ein String zurückgeben, String Task gleich New Callable und dann erzeugt er mir schon alles und diese Zeile hier, die soll jetzt asynchron ausgeführt werden. So, das heißt, jetzt haben wir einen Task erzeugt, jetzt müssen wir den natürlich noch laufen lassen und wir müssen jetzt irgendwie das Result da rauskriegen, ne? Das heißt, jetzt brauchen wir wieder ein Executor-Framework. X.SingleThreadExecutor reicht mir hier. Jetzt kann ich hier nämlich sagen, exe.submit. CallableT bietet ihr mir hier an. Da kann ich hier den Task übergeben. So, wenn ich das jetzt mache, habe ich aber mein Result nicht.
Das heißt, jetzt könnte ich den zwar asynchron ausführen und in den eigenen Thread reinstopfen, aber jetzt komme ich das Ergebnis nicht an. Jetzt gucken wir uns mal an, was das Submit als Rückgabewert gibt. Submit gibt ein Future zurück. Also kann ich hier sagen Future String F gleich. So, und was kann ich jetzt mit dem F anstellen? Jetzt muss ich ja da irgendwie das Ergebnis rauskriegen können. F Punkt. Es gibt eben hier ein Get und da kommt das Ergebnis raus. So haben wir das Ergebnis aus dem Future raus. F.get. So. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen die Lösung umgesetzt, dass ich jetzt mit dem Executor Framework das Ding wieder in einen eigenen Thread auslagere und ich gebe dann sozusagen das Ergebnis hole ich mir hier aus dem Future raus und also den kann ich sozusagen fragen, wie das Ergebnis ist. Jetzt wird das noch nicht so ganz funktionieren. Jetzt haben wir hier nämlich noch so ein paar Problemchen drin. Das heißt, vielleicht will ich auch hier noch mal kurz deutlich machen, dass das Ding in einem eigenen Thread läuft. Also sout thread.currentThread.getName. So, starten wir das Ganze mal. Future Example. Das heißt, gibt hier Pool Thread 1, gibt da aus. Wartet jetzt aber. Das heißt, jetzt kommt hier auch kein Stopping, sondern also offensichtlich wird es doch nicht asynchron ausgeführt, sondern jetzt warten wir sozusagen, bis der Future zurückkommt. Das dauert jetzt aber eine Weile und jetzt hat er dieses Slow Question ausgegeben. Das heißt, was wir hier gesehen haben, ich zeige das mal auf der Folie, was wir jetzt gesehen haben, war im Prinzip die synchrone Strategie. Ne? Mein Main Thread hat mit dem Submit den zweiten Thread gestartet, hat dann sozusagen der zweite Thread läuft und mein Thread blockiert, weil ich hier bei dem Future ein Get gemacht habe. Das heißt, das ist quasi der synchrone Aufruf. Jetzt kann ich es natürlich auch asynchron machen und das machen wir jetzt als nächstes. Indem ich nämlich jetzt einfach hier die Polling-Strategie als nächstes umsetze. Das heißt, wenn ich pollen will, darf ich jetzt offenbar nicht einfach ein Get machen, sondern was ich jetzt hier tue, ist, jetzt frage ich einfach ab, ob das Ergebnis da ist. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, while F Punkt, jetzt kann ich den fragen, ist dann zum Beispiel, ne? Also falls der fertig ist, falls er nicht fertig ist, dann soll ich einfach nur es out poll ausgeben. Und ich schicke den hier mal eine Sekunde schlafen, damit man das so ein bisschen sichtbar machen kann. TimeUnit.seconds.sleep eine Sekunde. Jetzt starte ich den Task, frage hier zyklisch den ein paar Mal ab, ob das Ergebnis da ist und am Ende, wenn der sozusagen da durch ist, dann hole ich mir das Ergebnis aus dem Future raus. Das heißt, das wäre so eine Art Polling. Vorstellbar wäre, er stellt sich hier irgendeine Endlosschleife vor dem, was Sinnfälliges tut und im Schleifendurchlauf fragt er den jeweils wieder nach einem Ergebnis. Lassen wir das mal kurz laufen. Sehen das Polter hier, Poll, Poll, Poll. Sagen wir, bis hier 10 Sekunden rum sind. Und gibt dann das Ergebnis aus. Das heißt, das war die zweite Strategie, das Polling. Sie sehen das hier auf der Folie. Jetzt hat er sozusagen den zweiten Thread gestartet, fragt ihn, was ist das Ergebnis, und dann kommt das Ergebnis zurück. Jetzt kommt die dritte Strategie. Wie geht das mit dem Callback? Das machen wir jetzt und dazu nehmen wir die Completable Futures. Das heißt, dafür kommentiere ich jetzt mal die Ausgabe hier aus und baue das sozusagen, das, was Sie als Polling sehen, jetzt hier mal anders. Comment with line, comment. So. Java bietet dazu die sogenannten Completable Futures an. Completable Future. Der soll man String erzeugen. Punkt. Und was ich jetzt will, ich will sozusagen asynchron was ausführen. Jetzt kriegt ihr hier Parameter übergeben. Ein wichtiger Parameter ist der Executor, den ich oben schon verwendet habe, dass er das ausführen kann. Und das zweite ist, der will jetzt einen Supplier haben. Das ist sozusagen der Code, den er asynchron ausführen soll. Und da haben wir ja oben die Ausgabe gemacht, die zwei Zeilen hier. Dann lassen wir das hier einfach machen.
Das heißt, er gibt erstmal den Thread aus, das würde ich sehen, dass wir in einem Threadpool sind, er macht dann mein Very Slow Server Call und das müsste er eigentlich fressen. Ist die Frage, warum frisst er das? Achso, gut, er hat ihm das Generic nicht getaugt. So, wenn wir das jetzt machen, dann führt er schon mal dieses Thema asynchron aus. Sie haben aber hier gesehen, die Konsolenausgabe fehlt noch, aber das müsste schon mal funktionieren. Den Starting Stopping gibt hier auch den Thread-Namen aus, macht hier offenbar auch den Aufruf, aber dann passiert nichts. So, jetzt machen wir die Ausgabe. Wie funktioniert das? Ich kann jetzt nach dem asynchronen Aufruf jetzt zeitlich versetzt weitere Aufrufe starten. Ich kann sagen then accept. Kann ich das Ergebnis verarbeiten. Das heißt, er erwartet hier einen Consumer, also der kriegt diesen String übergeben, kann was damit machen. Und danach ist sozusagen das Ergebnis verbraucht. Oder ich kann hier sagen, then apply. Dann kann ich das Ergebnis weiterverarbeiten, aber ein neues Ergebnis produzieren, wenn ich will. Aber ich will das Ergebnis jetzt diesmal nur ausgeben. Ich sage hier also then accept. Und dann erwartet er hier wieder diesen Consumer. Das heißt, er kriegt hier den String übergeben. Und jetzt können wir dem wieder einen Funktionsumfang spendieren. Und dann machen wir wieder Folgendes. Der soll wieder den Current Thread ausgeben. Und dann soll er den String ausgeben. String s out result plus s. So. Das heißt, jetzt haben wir einen Completable Future erzeugt. Der führt asynchron diese zwei Zeilen aus. Wenn er damit fertig ist, dann führt er sozusagen quasi als, das ist so das, was ich als Callback meinte, führt dann diese Then-Accept-Methode aus. Und wieder, man kann damit mit einer Verkettung sehr viel Funktionsumfang hintereinander hängen, der sozusagen asynchron immer wieder so lange ausgeführt wird, bis das Ergebnis da ist, dann wird das nächste ausgeführt und so weiter. Also Sie können mit dem then apply, then accept, then run entsprechend eine ganz lange Kette aufmachen. Jetzt lassen wir den mal laufen kurz. Sie sehen hier starting, der Thread ist gestartet, stopping, also das heißt die Ausgaben hier stopping sind erfolgt und Sie sehen jetzt kam, also eine gewisse Zeit danach kam dieses result, Doppelpunkt, question und Sie sehen hier eigentlich sehr schön diese Ausgaben jeweils, also dieses Supply Async, das ist diese Ausgabe ist im Pool 1 Thread erzeugt, also in meinem Executor Framework und die Ausgabe auch. Das heißt, dieses Callbackige wird in demselben Thread ausgeführt wie der asynchrone Aufruf. Jetzt haben Sie alle drei Möglichkeiten gesehen, wie man das machen kann. Ich habe jetzt hier mit Thread 1 und Thread 2 mit kommunizieren lassen, indem ich hier ein Callable erzeugt habe. Der hat ein View und dieses Callable saß in dem Future drin und das Future konnte ich sozusagen synchron abfragen. Dann hat man ein Thread blockiert und so lange gewartet, bis der zweite Thread mit der Verarbeitung fertig ist. Ich konnte mit Hilfe des Futures auch hier so Poll-Aufrufe machen oder ich habe mit dem Completable Future letzten Endes hier den Thread komplett asynchron laufen lassen, konnte dann hier hinten so eine Verarbeitungsmethode dranhängen mit dem then accept. Das waren die drei Strategien. Mehr wollte ich Ihnen gar nicht zeigen. Und jetzt sind wir auch fertig erstmal mit dem Thema Multithreading. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.